Die Geschichte des Tabletop-Hobbys. Teil 3: Fantasy-Tabletop-Spiele und der Aufstieg von Games Workshop. 1968 entdeckte der Amerikaner Gary Gygax sein persönliches Interesse an mittelalterlichen Wargaming-Regeln, nachdem er bei der ersten Lake Geneva Wargames Convention, auch bekannt als Gen Con, ein Spiel Siege of Bodenburg beobachtet hatte. Bodenburg wurde im Vorjahr im Wargaming-Magazin Strategy and Tactics veröffentlicht und verwendete verschiedene 40mm Elastolin-Miniaturen, darunter ein großes Burgenset. Gemeinsam mit Jeff Perrin entwickelte Gygax daraufhin sein eigenes Regelsystem für mittelalterliche Massenschlachten, welches er unter anderem im Domesday Book, dem Newsletter der Castle and Crusade Society, veröffentlichte, welche er ebenfalls selbst mitbegründet hatte. Gygax' Veröffentlichung weckte die Aufmerksamkeit von Gaiden Games, die ihn beauftragten, ein kommerzielles Regelwerk für ein Miniaturenkriegsspiel zu schreiben. Chainmail, das daraus resultierende Spiel, wurde erstmalig 1971 veröffentlicht und entpuppte sich als großer Erfolg, mit Hunderten von verkauften Kopien pro Monat. Effektiv enthielt Chainmail 4 separate Regelsysteme. Regeln für Massenschlachten, die stark von den mittelalterlichen Spielregeln von Tony Barth beeinflusst waren. Regeln für detaillierte Mann-gegen-Mann-Kämpfe, inklusive Regeln für Ausrüstung. Regeln für Tiost-Kämpfe. Und eine Erweiterung für Fantasy-Schlachten, die Regeln für Magie, wie den heute ikonischen Feuerball, und fantastische Kreaturen wie Drachen, Trolle und Hobbits hinzufügte. Die Fantasy-Regeln von Chainmail setzten auf der damaligen enormen Popularität von J.R.R. Tolkiens Herrn der Ringe auf, wurden aber inhaltlich neben Tolkien vor allem durch Robert E. Howards Conan der Barbar beeinflusst. Viele Aspekte von Chainmail, inklusive der detaillierten Mann-gegen-Mann-Regeln und natürlich der Fantasy-Elemente, sowie Regeln für unterirdische Höhlensysteme, die für Belagerungsschlachten von einem dritten unparteiischen Spieler auf einem Blatt Papier angelegt wurden, wurden von Gygax wieder aufgegriffen, als er 1974 gemeinsam mit Dave Arnson Dungeons and Dragons unter dem Label Tactical Studies Rules Incorporated veröffentlichte und damit zum Begründer des modernen Pen-and-Paper-Rollenspiels wurde. Die Geschichte der Pen-and-Paper-Rollenspiele soll an einer anderen Stelle weitererzählt werden. Interessant für uns ist, dass mit der Geschichte von Dungeons & Dragons auch die Geschichte einer kleinen, britischen Brettspielfirma namens Games Workshop ihren Anfang nahm. Gegründet 1945 in der 15 Bolingbroke Road, London, von John Peake, Ian Livingston und Steve Jackson, war Games Workshop ursprünglich ein Hersteller von Holzbrettern für Spiele wie Backgammon, Mancala, Nine Man's Morris und Go. 1977 erwarb das Unternehmen jedoch erfolgreich die offiziellen Vertriebsrechte für Dungeons & Dragons und andere TSR-Produkte in Großbritannien. Zudem begann Games Workshop schon früh durch die Durchführung von Spiele-Conventions und die Herausgabe des Newsletters Owl & Weasel, der 1977 in White Dwarf umbenannt wurde, ein starkes Profil aufzubauen, und so wuchs das Geschäft schnell. Im April 1978 wurde das erste Games Workshop Einzelhandelsgeschäft eröffnet und der Verlagsbereich des Unternehmens veröffentlichte auch britische Reprints amerikanischer Rollenspiele wie Call of Cthulhu, RuneQuest, Traveller und Middle-Earth Roleplaying. Anfang 1979 finanzierte Games Workshop die Gründung von Citadel Miniatures in Newark-on-Trent. Citadel produzierte die Metallminiaturen, die in ihren Rollenspielen und Miniaturen-Wargames verwendet wurden. Der Name Citadel wurde zum Synonym für Games Workshop-Miniaturen und ist nach wie vor ein geschützter Markenname, der in Verbindung mit ihnen verwendet wird, lange nachdem die eigentliche Firma Citadel in Games Workshop aufgenommen wurde. Gary Gygax förderte eine Zeit lang sogar die Idee einer Fusion von TSR mit Games Workshop. Der Gedanke wurde allerdings letztendlich fallen gelassen, auch aufgrund des Widerstands von Steve Jackson und Ian Livingston. Von Anfang an produzierte Games Workshop auch eigene Spiele. Zu ihren erfolgreichsten und langlebigsten Produkten gehören jedoch Warhammer Fantasy Battle und Warhammer 40k. Die erste Edition von Warhammer Fantasy Battle, geschrieben von Brian Ansel,
Richard Halliwell und Rick Priestley, wurde 1983 veröffentlicht. Die Regeln fokussierten sich auf Massenschlachten zwischen Fantasy-Armeen, enthielten aber auch Regeln für Rollenspiel und Charakterentwicklung. Das Spiel wurde trotz vieler Regelinkonsistenzen, unzureichender Rollenspielregeln, Tippfehler und schlechter Präsentation sehr positiv aufgenommen und im Vergleich zu anderen Miniaturenspielen der damaligen Zeit als außergewöhnlich einfach und spielbar aufgefasst. Die Psychologieregeln zur Bestimmung des Verhaltens klassischer Fantasy-Rassen zueinander und Regeln für Magiepatzer waren sehr beliebt, da sie das Fantasy-Feeling des Spiels bereicherten und zur Unterhaltung beitrugen. Das zu Beginn noch recht dünn beschriebene Setting der Warhammer Fantasy-Welt, das neben den klassischen Einflüssen von Dungeons & Dragons und dem Herrn der Ringe auch von Michael Moorcocks Elric-Geschichten inspiriert war und sich vor allem durch seine finstere Natur auszeichnete, wurde über die folgenden Editionen weiter ausgearbeitet. Unter anderem führte die dritte Edition mit der zweiteiligen Erweiterung Realm of Chaos die mittlerweile ikonischen Mächte des Chaos ein, die sowohl in Warhammer Fantasy Battles als auch Warhammer 40k anzutreffen sind und ebenfalls Ähnlichkeiten zu Moorcocks Elric sowie H.P. Lovecrafts Great Old Ones aufweisen. Warhammer Fantasy Battles wurde nach seiner achten Edition im Jahr 2015 von Games Workshop eingestellt und durch Warhammer Age of Sigmar ersetzt, welches Teile der alten Warhammer-Welt übernahm, das Regelsystem jedoch radikal vereinfachte. Die erste Edition von Warhammer 40k, ebenfalls geschrieben von Rick Priestley, wurde 1987 als Warhammer 40k Rogue Trader veröffentlicht und basierte auf den Regeln der damaligen zweiten Edition von Warhammer Fantasy Battles. Das ebenfalls von Priestley hierfür geschaffene finstere Zukunftssetting wurde neben den aus Warhammer Fantasy Battles übernommenen Einflüssen durch Tolkien, Lovecraft und Moorcock auch stark durch Frank Herberts Dune und die Comicreihe 2000 AD inspiriert, der unter anderem auch Judge Dredd entspringt. Die Geschichte um den Imperator und seine Söhne, die Primarchen, ist zudem bewusst an John Miltons epischem Gedicht Paradise Lost orientiert. Das Gameplay von Rogue Trader war stark auf Rollenspiele und nicht auf striktes Wargaming ausgerichtet. Diese ursprüngliche Version kam als sehr detailliertes, wenn auch ziemlich durcheinander gewürfeltes Regelwerk daher, das es am besten für die Austragung kleinerer Gefechte geeignet machte. Ein Großteil der Zusammensetzung der Einheiten wurde zufällig durch Würfeln bestimmt. Wie schon bei Warhammer Fantasy Battle wurden die Regeln und das Setting für Warhammer 40k über mehrere Editionen und über Veröffentlichungen im White Dwarf Magazin weiter ausgebaut. Dabei entwickelte sich Warhammer 40k ab der zweiten Edition hin zu einem Massenkampfsystem und die Komplexität der Regeln nahm stetig ab. Das Spiel befindet sich momentan in seiner achten Edition und wird nach wie vor erfolgreich vertrieben und weiterentwickelt. Games Workshop hat über die Jahre, basierend auf den Warhammer Fantasy Battles und Warhammer 40k Settings, zahlreiche mehr oder weniger erfolgreiche Nebensysteme und Brettspiele produziert. Die Black Library Division von Games Workshop veröffentlicht zudem regelmäßig Romane und Hörbücher in den Welten von Warhammer Fantasy und Warhammer 40k und in den vergangenen Jahren wurden unter anderem in Zusammenarbeit mit Creative Assembly und THQ und anderen namhaften Publishern und Entwicklerstudios mehrere Computerspiele veröffentlicht, die die Universen auch über das Tabletop-Hobby hinaus bekannt gemacht haben. Vor allem Warhammer 40k hat sich mittlerweile einen festen Platz in der internationalen Popkultur gesichert. Aber auch außerhalb der von Games Workshop vertriebenen Systeme erfreut sich das Tabletop-Hobby bester Gesundheit. Ähnlich wie die Co-Sims können Miniaturen-Tabletop-Spiele nach wie vor nicht mit der weiten Verbreitung von Computerspielen oder gar regulären Brettspielen mithalten. Allerdings können beide Hobbys auf eine stabile und engagierte Community zurückgreifen, was unter anderem auch auf moderne Vernetzungsmöglichkeiten wie das Internet zurückgeführt werden kann. Moderne Fertigungsmethoden wie Spritzguss und 3D-Druck sowie alternative Materialien wie Hartplastik, PVC und Resin haben den Markt zudem für zahlreiche größere und kleinere Firmen geöffnet, die neben dem scheinbaren Riesen Games Workshop erfolgreich ihre eigenen Regelsysteme und Miniaturen vertreiben. Games Workshop mag einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, das Tabletop-Hobby in der Neuzeit weiter zu popularisieren und tut dies auch weiterhin. Allerdings zeichnet sich die Hobbylandschaft, wie auch in der Vergangenheit, durch eine enorme Diversität aus, die in der Lage ist, viele verschiedene Interessen zu bedienen. Von der komplexen Konfliktsimulation über das historisch akkurate Miniaturenspiel bis zum Fantasy- und Science-Fiction-Wargaming.
Ob es das Tabletop-Hobby jemals schaffen wird, im Mainstream anzukommen, ist fraglich. Doch ist auch fraglich, ob dies von seiner Community überhaupt gewünscht wird. Fest steht nur, dass Tabletop-Miniaturenspiele und Co-Sims auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken können. Und wie diese Geschichte weitergeht, das kann nur die Zeit zeigen.